Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zu einer neuen Folge von Crusader Kings 3 im britischen Empire. Und zum ersten Mal begrüße ich euch als Kaiser Christopher, der, ja, wie wahrscheinlich alle Monarchen, weil es die Standardhaltung ist, aber mit schon verschränkten Armen und doch einem gewissen Tatendrang in den Augen hier vor uns steht. Zu seiner, muss ich einmal denken, zu seiner Rechten, also die gute Dame hier, ist seine Frau, die auch schwanger ist. Ihren Namen muss ich gerade nochmal Aldonza, genau. Ja. Ich hatte mir gerade nochmal angeguckt, aber ihr wisst ja, wie das bei mir ist mit Namen. Ja, und auf der anderen Seite steht seine Schwester Prinzessin Mauda. Sie ist unsere derzeitige Erbin. Ja, weil wir eben noch keine eigenen Kinder haben. Was sich aber ja, man sieht es ja eben hier an dem Bauch schon, denke ich, bald ändern wird. Ja, unser Vater, Kaiser Philipp, hat uns das Reich übergeben. Er ist in den Ruhestand eines Königs gegangen, nämlich in den Tod. Ja, das bedeutet, wie jedes Mal bei einer Herrscherübernahme, wir müssen erst einmal Struktur schaffen. Hier ist auch irgendwas gerade schon wieder los. Was wollen die hier? Krieg um den Anspruch von, naja, da gibt es irgendeinen, naja, sollen sie machen. Gut, bei uns liegen ja derzeit eben noch alle Königreichstitel bis auf das Königreich von Frankreich. Das möchte ich vorerst auch noch so lassen, auch wenn ich ja schon eben Pläne habe, wie ich das gerne umstrukturieren möchte. Also das Königreich von Wales und das Königreich Schottland. Aber das ist für mich gerade noch nicht das ganz Drängende. Deshalb würde ich das etwas später machen. Wo befinden wir uns eigentlich? Wir befinden uns in Lumineach. Das müsste ich auch mal umbenennen. Das kann ja kein Mensch aussprechen. Also, ich kann es nicht aussprechen. Gut. Wir haben Folgendes erstmal auf der Agenda. Wir haben zu viele Domänen. Da müssen wir welche loswerden. Und wir müssen unseren Rat besetzen. Und ja, ich habe gerade schon mal geguckt. Unsere Vasallen, ja, viele mögen uns nicht so richtig. Kann man das hier, Meinung von euch? Ja, doch, sind doch einige dabei, die uns ganz gut mögen. Unser derzeitiger Bischof mag uns nicht. Boah, dann tauschen wir ihn doch aus, würde ich mal sagen. Wir haben hier noch einen zweiten Bischof, den Fürstbischof Edmund von Bedford. Das ist ja auch so ein bisschen meine Spielregelung, wenn ich da jemanden von anderen Bischöfen sehe, der da auch gut für geeignet ist, nehme ich den und der hat ein bisschen besseren Wert. Und er mag uns. Daher werden wir ihn zuweisen. So, weil damit haben wir hier die Billigung wieder und kriegen ein bisschen mehr Geld. Wir müssen uns ja jetzt mit deutlich weniger Einkünften zufrieden geben. Philipp hatte da natürlich echt viel. Genau, dann schauen wir uns auch, das können wir auch nochmal, wir müssen einen Lebenswandel. Wir sind natürlich in der Diplomatie unterwegs und möchte da auch meinen Schwerpunkt, glaube ich, auf Außenbeziehung setzen oder auf... Na, ich glaube, das hier ist gerade die Majestät, kommt mir gerade, glaube ich, besser zu Gesicht, um ein bisschen mehr Prestige noch zu sammeln, denn Prestigepunkte brauchen wir ja, um große Taten vollbringen zu können. Da gehe ich jetzt mal auf Schwerpunkt Majestät auswählen, werde aber erstmal hier in den Diplomatie-Baum gehen. Und zwar möchte ich als möglichst schnell hier defensive Verhandlungen haben, um schöne Bündnisse zu schaffen. Wir haben schon ein Bündnis mit Navarra, weil uns das die Mutter unserer Frau ist. Und ja, das ist automatisch schon geschehen. Wir können aber wahrscheinlich auch noch
könnten auch noch andere schließen, die möchte ich gerade aber nicht unbedingt haben. Aus spieltechnischen Gründen. Gut, das ist veraltet, den können wir wegnehmen. Dann gucken wir als erstes auf die Domänen. Wir haben, wie gesagt, wir können 7, aber einen Moment. Wir können erstmal unsere Frau darauf sorgen, dass sie Domänenverwaltung macht. Damit können wir nämlich 8 halten. Heißt, wir müssen 3 loswerden. Und da weiß ich auch schon so ziemlich genau, welche das sein werden. Nämlich Warwick und Worcester und Wiltshire. Wo ist denn Wiltshire? Das muss ich mal suchen. Ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Wiltshire. Ah, das ist da unten. Ja, da muss ich nochmal gleich gucken. Ansonsten können wir hier unten das auch noch abgeben. Das gehört auch noch uns. Ja, das sind so die nächsten, die ich gerne loswerden möchte. Deshalb fange ich damit auch an, weil, jetzt muss ich mal einmal gucken, hier, er ist der Herzog von Mercia und diese beiden gehören rechtmäßig ihm. Die habe ich ihm ja bislang vorenthalten und deshalb werde ich ihm die beiden jetzt schon mal geben, weil damit wird der mich auf jeden Fall schon mal lieben. Vielleicht dazu durch auch ein mächtiger Vasall werden, wir werden es sehen. So, die beiden kommen an ihn, Titel vergeben und oh, trotzdem nur plus 5. Das ist aber... Ja, da habe ich mir jetzt mehr von erwartet. Na gut, er ist noch ein Anspruchsteller auf Titel. Ja, naja gut, er hat einige noch. Aber, ja. Können wir erstmal mit leben. So. Dann wollten wir hier Salisbury. Wo gehört das denn zu? Herzogtumtitel. Das gehört zu dem hier. Mhm. Was bist du denn für eine? Kennt man dich? Weiß ich nicht. Aber ja, dann gebe ich das. Wessex? Gibt's nicht mehr? Doch, es sah nur irgendwie so ausgegraut und ausgeblasst aus. Das wäre nämlich ein Kerrygold, aber es gehört halt nicht zu ihm. Dann gebe ich gebe das jetzt einfach an ihm, dann ist es da, wo es hingehört. Er kann es selbst eh nicht halten, muss es daher an irgendjemanden vergeben, aber das muss er damit klarkommen. So, der wird uns dadurch dann auch noch, gut, der mag uns jetzt schon, wird uns dann noch mehr mögen, weil die 25 wegfallen und, glaube ich, ein Bonus noch dazu kommt, dass wir ihm einen Titel gegeben haben. Ja, so. Sehr gut. Das war das. Damit sind wir auch bei 8 von 8. Das ist sehr gut. So, dann können wir einmal kurz in den Dingens gucken. Das ist einfach nur unser Thronsaal. Das werde ich mir jetzt nicht groß mit beschäftigen. Ich glaube, das ist ziemlich gleich geblieben. Oh, wir haben gleich 2-mal Excalibur. Das ist ja interessant. Können die auch unterschiedliche Sachen? Nee, ist genau identisch. Da könnten wir ein... Wir haben 3-mal. 4? Ja, wir haben es ja. Genau, aber die werde ich mir vielleicht mal einfach zwischen den Folgen anschauen und vielleicht mal ein bisschen sortieren, was wir da vielleicht auch verschenken oder verkaufen können. So, wir haben hier ein paar Sachen, die mussten wir uns auch einfach einmal angucken. Das ist auch relativ uninteressant, glaube ich. Deshalb würde ich da auch mal mir in Ruhe einmal zwischen den Folgen Gedanken drüber machen, was ich da anlege. Genau, so. Dann ist der Rat an der Reihe. Da sind natürlich erst einmal unsere mächtigen Vasallen anzuschauen. Der ist leider mächtig. Kann aber leider nicht viel. Den würde ich daher erst einmal, auch wenn... Nee. Oder? Doch, er ist mein Neffe. Ja, das wird vielleicht wieder für ihn sprechen.
Genau, dann haben wir hier den Herzog von der Normandie. Den könnten wir höchstens als Reichskämmerer einsetzen, ist aber auch nicht so gut da drin. Dann haben wir den, aber der ist auch 57, na, er fühlt sich nicht gut. Na, den hätten wir wahrscheinlich ein bisschen an der Backe. Den König hier, ja, sehe ich auch höchstens als Ratsspitzel. Den könnten wir als Diplomaten einsetzen oder auch als Verwalter. Und dann haben wir ihn noch. Oh, der ist natürlich auch in Diplomatie und Verwaltung sehr gut. Ich glaube, alle kriegen wir nicht unter, weil sie doch alle ähnlich begabt sind. Also er ist gar nicht begabt, außer dass er gelehrt ist. Wäre gut, wenn wir ihn als Reichsprediger hier einbinden könnten, aber das geht ja leider nicht. Herrn Ratsmarschall haben wir auch noch gar nicht. Mit dem Elfer könnte man den noch nehmen. Der hat auch 11. Er hat 7. Nee. Aber der ist mit 18 der beste Diplomat. Deshalb würde ich ihn, glaube ich, als Diplomat setzen. Ja. Also Ratskanzler wird er. So. Dann müssen wir einmal gucken. Wir hatten hier einen 13er, 7 und 17. Der ist 11 und der ist auch 11. Okay, dann würde ich ihn als Ratskämmerer setzen und ihn als Ratsmarschall mit dem 11er Wert. Ist durchschnittlich. Aber da kriegen wir ihn ganz gut, glaube ich, gerade unter. Und als Ratsspitzel dann nehme ich eben den König von Frankreich. So. Damit ist er im Plus, die beiden noch, die drei hier noch nicht. Und vor allem ist es hohe Lehnsautorität, absolute Stammesautorität, minus 50. Na, das ist schon viel. Bürokratisch, Kulturakzeptanz fehlt da. Nachgangserbe. Ja, kurze Herrschaft ist auch noch minus 18. Ja, den müssen wir, also da müssen wir jetzt schon durchaus nochmal schauen. ich würde das jetzt erst einmal mit auf gute Art machen, mit erstmal Begrüßungsgeschenken. 39, ihm schenken wir was, ihm schenken wir was. Ein Geschenk. Und dem Herrn hier auch ein Geschenk schicken. So. Hat alles noch nicht 100% was gebracht. Dann würde ich, glaube ich, als allererstes... ich würde doch... wollte erst ihn, weil er den niedrigsten Wert hat. Aber ich werde mit dem König hier anfangen, ihn zu beeinflussen. Wir könnten ihm halt auch noch ein Artefakt schenken, irgendwas. Wird nicht annehmen. Okay. Ein Excalibur? Das wird er annehmen, aber gibt nur 7 Meinung. Naja, das lassen wir erstmal sein. Da gucken wir, ob wir da noch irgendwas Sinnvolleres mitmachen können. Gut. Komplotte stören. Das steht auf heimische Angelegenheiten. Das ist sehr wichtig. Genau. Den würde ich gerade Kulturakzeptanz fördern, Französisch weitermachen lassen. Damit hier der Wert auch runtergeht. Genau. So. Deaktivierte Gebäude, die müssten alle zurückspringen, wenn ich auf Play drücke, weil wir wieder im Normalen sind. Ich glaube, damit haben wir jetzt erst einmal alles, die grundlegenden Sachen geklärt. Wir können einmal gucken, Bündnisse. Titel geschaffen. Ihr könnt Bündnisse aushandeln. Vielleicht auch mit ein paar doch Vasallen. Ihm zum Beispiel, weil er mächtig ist, aber nicht im
im Rat. Nichte. Ja gut, mit dem König könnten wir, das möchte ich gerade aber nicht machen. Nee, das finde ich gerade alles nicht so ganz prickelnd. Würde ich jetzt erstmal abwarten. Genau, und dann ist es erst einmal so, aber wir könnten, ja, das wäre glaube ich eine gute Sache. Aktivitäten, wir machen ein Festmahl. Wir müssen erstmal feiern, dass wir hier auf dem Thron sind. Festmahl planen. Genau. Festmahl. Und das machen wir natürlich hier zu Hause. Und da geht es mir um Anfreunden. Zwar möchte ich mich gerade am liebsten anfreunden mit... Eigentlich mit dem französischen König, aber der wird mir nicht zur Wahl gestellt. Das finde ich ein bisschen schade. Kommt der nicht, oder was? Warte mal, wo kann man das denn sehen? Andere Gäste. Genau. Ja, das machen wir recht. Also Affären haben wir glaube ich nicht, aber laden wir mit ein. Weitere Verwandtschaft, benachbarte Herrscher, unsere Ritter, andere Spieler haben wir nicht. Rivalen laden wir natürlich nicht ein. So. Ich finde es aber merkwürdig, warum der König hier nicht bei ist. Ich glaube, ich würde doch mal einmal erstmal kurz laufen lassen. Ich glaube, dann rappelt sich das Spiel ein bisschen zusammen. So, hier Prachtreise mache ich nicht und Prachtturnier auch nicht. Das ist mir zu teuer. So, dann würde ich gerade... Der neue Kaiser. Nachdem mein Vater, Kaiser Philipp, von uns gegangen ist, lastet die schwere Bürde, die riesigen Ländereien zu regieren, auf meinen Schultern. Ich stehe vor meinen Vasallen, richte meine Krone und lege die Arme übereinander. Oh, was ich alles erreichen werde. Da sind wir doch mal gespannt. Lang lebe der Kaiser. So, ich glaube, das muss jetzt wirklich erstmal noch geschehen. Da ist nämlich die erste Fraktion. Wie das so ist. Eine Freiheitsfraktion will die Lehnsautorität. Damit kommen wir noch klar. Unser guter Onkel schicken wir auch mal ein Geschenk. Damit könnte der schon wieder sich da rausziehen. So. Fraktion, die Prinz Konstantin von Ostanglien. Was bist du für einer? Unglaublich. Ja, es wird auch nicht reichen. Aber... Ja, ich mach's mal ein bisschen schneller. Schatten des Ruhms, Zwielicht. Überall, wo ich hinkomme, flüstert man über die Geschichten und Taten, die mein Vater Kaiser Philipp vollbracht haben soll. Ob nah, ob oder fern, es scheint niemanden zu geben, der seinen Namen noch nie gehört hat. Ich frage mich, ob ich immer im Schatten meines Vaters stehen werde oder werde ich es in meinem Leben zu eben solchem Ruhm bringen können? Wie hoch werde ich aufsteigen können? Eines Tages werde ich so sein wie ihr, Philipp. Ja, das glaube ich auch, dass er das gut machen wird. Erinnert uns ein wenig an seinen Opa, den Benedikt, der war ja auch ein bisschen getrieben von seiner Mutter. Okay, so, hier sind wir jetzt doch in einer etwas gefährlicheren Fraktion bis auf den irischen Thron. Also das finde ich schon, frech. Wer ist der Stärke? Er ist der Stärkere auch. Dann würde ich ihm, dem haben wir noch kein Geschenk geschickt, ne? Auf 50.
Ja, dann gehen wir einmal auf Beeinflussung auf ihn über. Weil der französische König sich gerade noch recht ruhig verhält, auch wenn er uns nicht mag. So. Noch eine Fraktion. Fraktionen auf den... Okay, ich möchte jemand auf den schottischen Thron bringen. Er! Wenn er wüsste, dass ich eigentlich ihn vorgesehen habe und sein Geschlecht für... ja, naja. Dem haben wir aber schon leider schon Geschenk geschickt. Daher können wir da gerade nichts mitmachen. Die Freiheitsfraktion. Ja. Im Zweifel hole ich mir das alles wieder. hier haben wir Hofereignis. Spöttische Speichellecker. Ich halte einen Moment auf der Schwelle zum nächsten Gang inne, um das Sonnenlicht zu bewundern, als ich gleich um die nächste Ecke in ein abschätziges Lachen höre. Ich weiß, das ist mein strenger Höfling Doom, all nun, den ich da glucksen höre. Man wartet den ganzen Tag auf einen Diener und dann tauchen zwei auf einmal auf, ohne das, worum man sie gebeten hatte. Eine andere kichernde Stimme meldet sich zu Wort. Meine Güte, ich dachte schon, das wäre nur mir aufgefallen, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass das Essen hier richtig grässlich ist und dann noch diese winzigen Portionen. Ist das etwa mein Höfling Felflis, die da gerade ein Auflachen unterdrückt? Was für Unverfrorenheiten. Du, ich habe da für morgen ein besonderes Festmahl geplant. 50 Anspannung. Ich schätze, wir könnten noch ein paar mehr hilfreiche Hände gebrauchen. Auf dem Weg ihrer undankbaren, aus dem Weg ihr undankbaren Seepocken. Nee, das machen wir nicht. Wenn es euch nicht gefällt, tut euch doch anderswo als Zweckenbrot hervor. Ach, das ist alles nicht schön. Weltliche Ablenkungen. Was ist denn hier jetzt kaputt mit meiner Maus? So. Weltliche Ablenkungen schmälern unseren gerechten Lohn im Jenseits. Ein wunderbarer Tag, nicht wahr? Aber 50 ist mir leider zu viel. Kann ich auf meine Hofpacht gerade zugreifen? Sie ist im Soll und auch im Steigen. Ja, und 75. Ja, ich mach das mal. Ich hasse diese Hofereignisse. Also das ist immer nur Kacke. Gut. Aber das Bangen geht hier weiter. Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren. Ja. Gut, ich würde dann vielleicht doch nochmal den Weg über das Festmahl versuchen, weil das halt bei vielen Untertanen was bringt. So, anfreunden. Ich mache jetzt mal alles. Benachbarte Herrscher, Ritter, alle dürfen kommen. Das ganze Reich. Okay, er kommt. Das ist schon mal gut. Na, der Franzose kommt weiterhin leider nicht. Gut. Dann würde ich er ist auch Herzog geworden? Okay. Dann nehmen wir den hier. Ist der einzige Mächtige, mit dem ich mich gerade anfreunden kann. So, Ehrengast werde ich dann aber ihn auswählen. Jo.
bestätigen. Ja, das lassen wir uns auch mal einiges kosten hier. 651. Denke, das sollte durchaus noch drin sein. Okay, beginnen wir das Fest mal noch. Und genau. Die Diener eilen durch den Saal und bringen die letzten Dekorationen. Einige der Gäste sind noch nicht eingetroffen und ich gönne mir ein köstliches Getränk am Feuer. Oh, ich scheine bereits einige schmackhaft aussehende Speisen, Schwanenbraten, entdeckt zu haben. Ich kann Herzog Mungo noch nirgends finden. Ich kann es kaum erwarten, dass er eintrifft, damit mein Plan endlich in die Tat umgesetzt werden kann. So, ich habe eine schöne Zeit vor mir. Das können wir hier mal ausblenden. Ja, die Fraktion, also hier, diese Fraktion ist derzeit die gefährlichste, ist inzwischen auch ein dritter. Die hier. Also die nervt auch wirklich. Na, um die kümmere ich mich jetzt gerade mal nicht. Ich glaube, den beeinflusse ich gerade, ne? Ja. Also wenn ich den schon wieder da rauskriege, wäre das ganz gut. Ja, da kommt der Franzos. Und will wahrscheinlich Unabhängigkeit. Ja, das... Boah, Scheibenkleister. Scheibenkleister. Hier ist auch noch ein viertes Mitglied mit drin. Er. Boah, Scheiße. Ja, bemerkenswerte Gäste sind uns gerade egal. Wie kriegen wir da nicht raus? Nee, also da müssen wir jetzt gerade echt... beziehungsweise... Ja, doch. Also das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu riskant. Weil ich einfach eine Unabhängigkeitsfraktion... Da muss ich nur einer zuschalten und dann sind die hier über dem Maße. Das heißt, ich werde jetzt doch erst einmal ein wenig umstrukturieren, wobei mir das auch nicht ganz viel bringt, glaube ich. Da kriege ich. Also diese werde ich loswerden können. Das ist aber auch die unbedeutendste. Ja, heißt aber im Großen und Ganzen, wir werden ihm einen Titel vergeben. Und zwar das Königreich von Schottland. Das kann zwar auch komplett nach hinten losgehen, aber vielleicht auch nicht. Ah, warte mal. Ah nee, er ist von der Normandie, ne? Ach nee, nee. Okay, Königreich von Schottland geben wir ihm. So, damit wird er sich aus der Fraktion, denke ich, zurückziehen. Weil er ja jetzt ja selbst der Dingens ist. Genau. Und wir haben das ja richtig, dass sein Erbe... Genau, matrilinear. Okay, das passt alles. Wollen wir hoffen, dass das alles gut geht. So. Und dann haben wir hier... Wales. Ist Wales gerade irgendwie... Sind die beiden hier irgendwie problematisch? Ah, dem könnten wir noch... Warte... Dem könnten wir noch einen Titel vergeben auch, und zwar das hier. Dann ist der bei plus 45. Ja, ja, vielleicht kriegen wir ihn da nochmal runter. Freier Ratsposten. Welcher Ratsposten jetzt frei? Der Rats... Nein! Oh, scheiße. Das finde ich jetzt aber nicht gut. So. Wir haben ihn dann noch als Mächtigen, aber... der macht da jetzt gerade nichts. Ich will jetzt trotzdem gerade nochmal schauen. Es geht um ihn und es geht um ihn. Aber die beiden sind gerade in keiner Fraktion. Die sind mir auch eigentlich ganz wohl gesonnen, ne? Ja. So, ich
könnte aber gerade mal... okay, er ist auch noch... Aber nee, den haben wir ja im, den haben wir im Rad. Den könnten wir rauskriegen. Und er... Och, der ist natürlich... ja. Den setzen wir auch in den Rad ein. Und zwar als Ratskämmerer. Ist auch der beste, den wir da scheint für haben. Ja. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen wir den dadurch nochmal rausgedrückt. Ich hoffe, dass die beiden jetzt rausgehen. Dann wären wir hier schon mal wieder ein bisschen weiter. Unabhängigkeitsfraktion. Die Freiheitsfraktion hat 2. Das wäre aber die... die am wenigsten schlimm wäre. Warum gehen die nicht raus? Vor allem, was interessiert denen das? Wo ist das Geschenk? Ach, ich find's nicht. Da unten. 50. Nee, es bringt gar nichts. Na gut. Ja, unser Reich ist ein wenig in Aufruhr. Das werden wir sehen, wie und ob wir das ja wieder in den Griff bekommen. Also wir haben hier also die Unabhängigkeitsfraktion. Wäre natürlich das Ärgerlichste. Aber hier, diese ist gerade, das ist die Gefährlichste. Mal schauen, ob wir da, vor allem den haben wir doch, den haben wir gerade alles hier möglich gemacht. Mercia. Unglaublich. Haben wir dem schon ein Geschenk geschickt? Nein. Dann schicken wir dem auch noch ein Geschenk. Aber, also den, oh, der ist natürlich auch, der ist richtig stark. Der ist richtig, richtig stark. Ja, gut, also es bleibt spannend. Ich hoffe, dass wir hier, also das Reich wird jetzt nicht zerfallen. Es gibt keine Auflösungsfraktion bislang. Die Frage ist, bleiben wir König von Irland und was wird mit Frankreich? Genau. Schaltet also bei der nächsten Folge wieder ein. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen bibbern und schauen, wie es innerpolitisch erstmal weitergeht. Also, wenn ihr sehen wollt, ob sich unser junger Kaiser Christopher wehren kann, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Mich würde es wie immer wahnsinnig freuen und bis dahin macht es gut.